Sehr was miteinander, schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Folge 7 Days to Die. Ja. Ich bin so schnell wie möglich vorgeradelt. Was war das letzte Mal eigentlich? Keine Ahnung. War irgendwas? Holen wir uns einen neuen Quest, bevor er zumacht. Alter Mund. Abholen, säubern, Befallene. Abholen, säubern, abholen, säubern. Ist scheißegal, ne? Bottomless Barrel Buffet. Von mir aus, keine Ahnung. Ich habe meine Lampe da an. Ist egal, lass uns an. Genau, haben wir das. Welcher Tag ist heute? Wir haben noch 2 Tage. Boah. Müsste ich eigentlich irgendwie jetzt gucken, dass wir die Falle auch fertig bekommen. Aber wir wollen ja was Schönes jetzt auch noch machen. Und, ich hab's euch, ich zeig's euch kurz. Ich hab gesehen, dass, gut, da müssen wir noch mehr betrachten eigentlich, aber ich mache es kurz. Wir haben bei den Büchern. Irgendwo ist Falle. Hier, Fallen. Wir brauchen nur noch ein Buch, dann können wir Klingenfallen herstellen. Also, Klingenfall hier, ne? Das ist schon mal gut. War noch was? Nee, eigentlich war jetzt nichts. Das ist mir aufgefallen. Wir brauchen ein Buch noch mit Fallen. Ein Buch noch. Gucken wir, dass wir es irgendwie hinbekommen. Dann können wir endlich loslegen. Nee, den Tiger brauchen wir ja immer noch. Aber egal. Mit dem, was wir haben, kommen wir, glaube ich, erstmal zurecht. Bei Eisen wird es wahrscheinlich, also bei Eisenbarren wird es wahrscheinlich kritisch, knapp. So. Lassen wir auf uns zukommen. Ansonsten haben wir uns ja die Notlösung auch noch. Die mit dem Käfig. Ich frage mich halt noch, was passiert, wenn der zweite Käfig auch nachgibt, wie ich dann da weitermache. Da habe ich noch keinen Plan dafür. Ein Schlupfloch kann ich nicht machen. Ja. So kommen die da rein. Gut, gucken wir erstmal da rein. Jetzt machen wir hier erst einmal Gebietsäuberlieferung zu Kröt. Das ist nicht zufällig klingen, nee. Ist ja wurscht. Ist hier jemand? Nehme jetzt nicht mehr mit. Soll ich da schon mal reingucken? Nee, komm. Das auf der Ebene. Das Teil, was wir zurückholen müssen. Dachte mir schon, hä? Irgendwie. Bist du schneller? Draußen geht's auch wieder ab. Okay, alles klar. Ich habe jetzt wieder mein Fahrrad eigentlich lassen. Was war das? Jetzt nie lernen, ne? Leben. Nur Leben, ne? Ein bisschen Holz. Was ist das? Das ist Mais, nee. Hallo. Müssten eigentlich jetzt den Malus durch Sterben wegbekommen. Spätestens, wenn wir den Quest abschließen. Schauen wir. Ne? So, jetzt muss ich wieder eigentlich ein zweiter runter, um das Päckchen zu finden. Ah, okay, da ist er durch. Ach so! Sorry. Nicht gecheckt. Ist er tot? Der Hals. Entschuldigung. 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 Das gibt's nicht, ne? Die hauen so dermaßen rein, ich weiß nicht. Wie soll man denn da die Wüste überleben? Das ist der Hammer, wie die abgehen. Hier kann man, brauchen wir das noch? Nee, das brauchen wir nicht. Was bräuchte man? Das brauchen wir nicht. Ja, wo ist es denn? Das können wir drauf machen. Das brauchen wir eigentlich nicht. Habe ich hier das jetzt? Nee, das passt schon, ne? Ja. Was kann man noch drauf machen, damit diesem besser geht? Was brauchen wir denn da? Schürfwunde mal, heiße Schlemme. Weiß ich nicht. Lassen wir es halt so. Nee, lassen wir nicht. Wir müssen noch ein bisschen heilen. Wir sind ja jetzt halt beim Level her ein bisschen höher. Da müssen wir schon mal gucken. So richtig geht's aber nicht, ne? Was brauchst du nur jetzt? Nicht wahrscheinlich. Ach naja, dann lass halt so. Gut, jetzt beruhigen wir uns erstmal. Also, da ist doch schon wieder irgendwie. Feuer? Das Federn.
Ja, und die. Hört's aber auf. Das ist ja schon wieder eine Falle hier. Nicht so offensichtlich. Nee, okay. Ja, also Trigger nochmal wegen den Special Nummer 2. Da hat es mir, wer es noch nicht mitbekommen hat, da hat es mir irgendwie, also Adobe Premiere hat da irgendwie Probleme. Bei anderen auch, bin nicht nur ich. Ich weiß nicht, aber es liegt angeblich nur an Nvidia-Grafikkarten, habe ich aber gar nicht. Und ich kann es halt einfach nicht exportieren. Das heißt, das Ding lädt teilweise eine Stunde und dann am Ende sagt er, oh, kann ich exportieren, zack, alles weg. Und das, wenn du ein paar Mal machst, hast du auch keinen Bock mehr. Habe ich es irgendwie hinbekommen, aber halt mit einer schlechteren Qualität als gewohnt. Ja, dann blöd. Aber so ist es halt. Hauptsache, man konnte es doch anschauen. Was ist denn jetzt? Ja, Leute, wenn es so weitergeht, muss ich aufpassen. Ich hau mir das jetzt rein. Jetzt das jetzt rein. Ich hau mir das jetzt rein. Ich hau mir nur das darauf. Was habe ich noch? Das geht ja nicht, haben wir gesagt. Okay, alles klar. Und dann isst er halt noch was. Komm, Essen ist auch immer gut. Gut. Kochtopf. Essen. Die Küche? Ja. Das sind wir wieder auf der richtigen Ebene, jawohl. Die ist zu. Wo sind wir hergekommen? Von da. Hier ist die Essensausgabe. Sehr schön. Das wird noch was Großes. Da sieht auch schon die Belohnung. Habe ich gerade gesehen. Du kannst auch durchgehen. Nee. Glaube ich nicht, oder? Das war jetzt das Tor. Der dicke Boss. Ja, der Türsteher, ne? So, danke. Hast du nur da drin gehabt? Ein guter. Oh, lesen. Ja, auf jeden Fall. Was ist das? Nichts. Unbedingt das, was wir brauchen. Ja, die Küchenchefin. Hab Beschwerden gehört. Hier liegen irgendwie Sachen halb blutig rum. Kann es ja wohl nicht wahr sein. Haben wir halt schon wieder alles. Was ist denn das für ein verwinkeltes Haus hier? Ach so, hier müssen wir wieder. Nee, doch nicht. Komisch, jetzt ist alles nachgeladen. Eigentlich rein. Oh je. Da, man hat eine schöne Handtasche dabei gehabt. Ganz kurz im Moment, ich muss nur was aktivieren. So, geht gleich weiter, geht gleich weiter. Moment. Mal gleich. Moment. Hier. Oh je. Okay. Ja. Eieiei, das war schlecht. Oh, du zappelst aber auch. Und die kommen jetzt nicht da rein. Na, bist du tot? Ja. Da bist du noch. Na, 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 na. Aha. Da ist schon unsere Belohnung. Mal gucken, wie es sind. Okay, der ist ein bisschen härter. Da ist ein bisschen was los jetzt.
als laut mit mir gehört haben. Aber es wird wahrscheinlich der letzte Aufstand gewesen sein, ja? Okay. Noch in Ruhe mal reingucken. Bisschen erschrocken, was bekommt ihr jetzt? So, Shemway. Essen. Ja. Ja. Fängt langsam an, dass wir doch jetzt die Bücher schon haben. Komm mal, einmal darfst du noch. Weit können wir Dietrich selber, glaube ich, machen. Wir können schon. Ja. Okay, das ist aber nicht viel. Zwei Kisten los? Müssen drei. Ah, hier. Dann noch irgendwas mit Waffen. Ach nee, Quatsch, Päsen geht. Irgendwas mit Motorenteile, Sachen. Hier, Sammelwerkzeuge. Ja, schade. Immer genau das, was man nicht gerade haben will. Handwerk, Reparatur, Nahrung, Scrappen, behalten wir, verkaufen wir, meine ich. Ist auch weg. Wo ist denn der Topf hier? So. Ist da noch was? Shotgun, Schrotflinten, klar. Nochmal eine Anti-Strahlenmod. So. Okay, jetzt gehen alle Tore auf. Haben wir dadurch irgendwie einen neuen Zugang? Da sind wir reingekommen, ne? Okay, du kommst noch mit. Das ist gutes Material. Dann haben wir hier noch eine blaue Tasche. Okay, cool. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Da noch ein bisschen was. Du hast nichts, ne? Hier da oben könnte jetzt... Nee, doch nicht. Da nicht. Irgendwo da oben könnte noch was sein. Hä, was sind mit den Kisten? Fässern? Okay. Oben, da könnte auf jeden Fall noch was sein. Aber ja, gut. So, und dich müssen wir natürlich mitnehmen. Okay, haben wir das auch. Komisch, dass die nicht aufgehen. Außen geht schon wieder ab. Gut, dann. Achso, hier. So, na, hallo. Wo ist mein Bike da? Da ist hier aber noch nicht reingeguckt. Und ich muss gleich nochmal los. Ach so, jetzt kann man nicht abgeben. Jedes Mal denke ich, das Reh ist ein Wolf oder irgendwas Schlimmeres. So Leute, wie sieht's denn aus? Ist ja gut. Tiegel oder Bücherle. Bücherle oder Tiegel, so rum. Wo kriegen wir mal Bücher, wo kriegen wir mal Tiegel? Das alles nicht. Da überhaupt nicht. Da bei Post Office, ja, da waren wir schon drin. Da möchte ich jetzt nicht nochmal rein. Parking ist es auch nicht. Ja, Post, nee. Boah, ist aber losche Straßen. Cars. Könnte es sein, wegen der Werkstatt, dass man da vielleicht was finden. Buy and Go ist eher, weiß ich nicht. Auto, Air Ties, Oil. Ja, es könnte überall was drin sein. Tiegel. Schmelztiegel. Guess, das ist auch Zeug. Ich brauche eher so richtig Werkzeug, weißt du? Was ist denn bei mir genau in der Nähe? So, das ist das wieder. Kindergarten glaube ich eher nicht. Was haben wir da ums Eck noch? Hotel. Hotel. Oh. Ah, sorry, Alter, ich habe jetzt gerade nicht drauf geguckt. Was ist denn das? Crack for Book. Das hört sich nach Buch an. Mal ganz kurz reinstoppern. Ich stoppern mal ganz kurz mal rein. Ich nehme jetzt sogar mein Fahrrad mal mit. Kommen wir da einfach rein. Hier, ne? Hallo? Ich bin mal kurz da. Ich wollte mal gucken. Guck nur. Das war Robotik. Das war was anderes. Irgendwo atmet jemand sehr schwer. Kämpft der? Was dann so? Will ich wissen, gegen was der kämpft.
wirklich so ist. Da ist auf jeden Fall Zombie drin. Das könnte gleich losgehen. Ja. Jetzt muss der eine. Jetzt muss der eine Bücherwurm, ne? Hat auch noch eine Bücherwurmerin. Irgendwas ist denn nicht richtig. So, was war denn das eigentlich hier? Das ist Speer, ne? Zachter. So, Speer, Speer. Rüstung, Rüstung, Rüstung. Reparatur, Handwerk. Sturmgewehr. Fallen! Das müsste es gewesen sein, Leute. Oder? Schauen wir gleich nochmal, was es sagt. Hört mir das in der Aufnahme? Ich weiß es nicht. Das sieht ziemlich böse und übel an. So, ganz kurzen Moment. Wo müssen wir hin? Falle? Nee, da war es nicht. Ja. Müssen wir hin haben. Also, können wir jetzt los? Ich gehe wieder raus. Entschuldigung. Irgendwie hat es mit dem Speer sieht es für mich ganz anders. Oder hat man einfach eine andere Schwungrichtung. Irgendwas ist anders mit. Okay, Leute, ich muss jetzt nochmal. Aber sehen wir uns gleich wieder. Ist ja bloß ein ganz kurzer Stopp. Und du musst noch weg, sonst. Und du auch noch. Oh, du bist was Gelbes. Geh weg. Du musst tiefer ziehen mit dem Ding. Hört sich auch schön an. Also gut, bis gleich. So, und weiter geht's. Frage ist jetzt. Also, die Frage ist jetzt, ob wir uns überhaupt das herstellen können, was wir herstellen wollen. Das ist nun mal die eigentlich brisantere Frage, ob wir das noch schaffen. Zur Horde. Die Falle aufzubauen, das wird jetzt, das ist eigentlich nur noch ein Tag. Naja, gut, eigentlich zwei. Und ob das dann alles klappt, ob ich dann alles hab. Ich würde mal sagen, wir machen es so. Ich guck mal, ob das wird. Ich nehme euch teilweise mit. Und wenn das klappt oder wenn es absehbar ist, dass es klappt, dann stelle ich einfach die Horde einmal vor oder setze sie mal komplett aus. Wenn wir fertig sind mit der Falle, dann aktivieren wir sie einfach. Wenn es eh nicht klappt, dann lassen wir es so, wie es ist. Dann baue ich das hier fertig und hoffen, dass das funktioniert. Und das nächste Mal aber, ha? Dann geht's aber los. Gut. Also da oben habe ich kurz gesehen, dass hier was, ne? Ne, ist Anbau. Anbau, Anbau. Okay, sah schon so fertig aus. Dann halt nicht. Dann halt nicht. Ah, gut. Also, rein. Dahin. So, hier kann man ja nichts machen. Nee, aber hier. Denke ich mal. Falle. So, Draht, Eisen, Stachelfalle, Klingenfalle. So, die wäre jetzt möglich. Da brauchen wir das und das. Das. Mechanische, elektrische, Öl, geschmiedetes Eisen und Stahl. Zwei brauchen wir. Eisen, Stahl. Eisen wird knapp. Öl. Auch nicht. Hier. Das und das. Ja, es wird alles knapp. Kriegen wir wenigstens eine hin? Eine kriegen wir hin. Zweite nicht mehr. Einer mit. 3 Minuten 30. Was brauchen wir jetzt? Geschmiedetes Eisen haben wir ein bisschen zu wenig. Mechanische Teile auch. So, das könnten wir vielleicht einkaufen. Weil Chen hat ja nichts mehr. Normalerweise. Da können wir aber trotzdem noch vorbeigucken. Nee, nicht so doch nicht. Das mache ich doch bei mir hier. So mache ich das. Dann nehmen wir das. Lassen wir jetzt alles mal drin. Können wir uns angucken. Das können wir ja verkaufen, den einen. Ums. So. Da kriegen wir da noch was zusammen. Gehen wir eh nochmal ab. Gehen wir eh nochmal ab, da die Eisenfalle läuft. Okay. Klingenfalle. Eisenfalle. Allmächt. So. So, das Ding ist fast kaputt. Hä? So kaputt war es aber nicht, nochmal. Das wollte ich jetzt überhaupt nicht. Jetzt habe ich echt ein Eisen verbraucht. Okay.
Man darf mich nicht machen lassen. Aber was ich eigentlich machen wollte, ist, wir müssen einmal was mitnehmen. Und zwar, was wäre es denn? Das, ne? Wo ist das? Das hier? Ja, das müssen wir mitnehmen. Dann gehst du mal, oder? Ah, ich will ja hier mal drin haben. Ich brauche jetzt nicht. So, wir brauchen Teile. Jetzt muss ich mal schauen. Es war am besten, wenn man. Baue ich eben ab. Du gehst jetzt bitte mal da weg. Das ist nämlich das Zeug, was ich noch aufbauen muss. So. Also eigentlich baut man am besten Autos ab, wenn man die noch nicht gelootet hat. Sowas früher. Schauen, was bei der rumkommt. Da, da haben wir schon wieder einen Teil. Das ist schon mal gut. Ja, okay. So kriegen wir es auf jeden Fall. Also das kriegen wir zusammen. Bloß die Ausdauer haben wir halt. Oh, machen wir schon Werk Ausdauer. Nein. Also mechanische Teile und elektrische Teile kriegen wir so zusammen. Ist kein Problem. Haben wir das Auto dann wenigstens. Ich glaube, das kommt nochmal eine Stufe, ne? Da kriegen wir sogar einen Motor, aber das wäre jetzt schon ein ganz großer Zufall. Okay, das war schon die letzte Stufe. Ah, da drüben noch? Komm, den drüben. Jetzt bräuchte man aber noch ein Auto, was wir noch gar nicht gelootet haben am besten. Schauen wir nochmal. Gut, das ist sowieso komplett zerstört, sehe ich gerade. Person Gas hat 4 Totenköpfe. Schauen wir einfach mal. Nee, das ist eine. Das geht gar nicht. Dann gehen wir mal Richtung Händler. Zack, drüber. Da vorne ist doch ein Bus. Bus, den haben wir noch nicht gedruckt. Genau, unberührt. Ein unberührter Bus. Da ist sogar noch Benzin dran. Komm, jetzt machen wir mit, ja. Gehen wir mal nochmal zusammen. Na, Spiel? Ach so. Ah, komm. Jetzt kommt wieder was. Aufgestiegen sind wir nicht, ja? Eine Batterie. Gut. Ach ja, so ein Schrauberleben, ne? Ganz schön viel los. Liegt's doch nicht an meine Fackeln. Da kann ich die wieder aufsetzen, sozusagen. Ja, guck's dir mal an. Ja, auch hier gleich fertig. Lass dir da Ruhe. Ja, das war jetzt anscheinend zu laut. Ich habe meines Wissens keinen starken Angriff gemacht. Ich weiß nicht, was er jetzt hatte. Naja. Okay, das hat nichts gebracht. Jedenfalls kein Motor. Schau mal. Ja, muss ich jetzt unbedingt einen Eisenbahner noch verrammeln? Aha. Was wird das? Ach so. Ach, das wird aber mal gerade drin. Blöder Name. Warte mal, Baker? Was ist das? Das ist irgendwie irgendein Restaurant, ne? Ja. Und hier ist er zu ländlich wieder. Hier gibt es nichts. Industrie war zwei, drei Standorte noch da. Was ist das da vorne?
Das ist auch alles so, ja. Landwirtschaft. Hallo. Ja, wir sollen doch nicht so schreien. Was ist da los? Bis er aufmacht, können wir ja nochmal den LKW oder irgendwas davon versuchen. Oder das Ding hier, das geht schneller. Ja, weg. Weggearbeitet. LKW habe ich schon gedudelt, fällt mir ein. Und echt sau viel raus. Also so Teile und so und Öl. Hätte ja gerade Glück. Aber das passt eigentlich. Ja, beim Bus kam weniger bei rum. Ordentlich. Wahnsinn. Okay. Mit dir? Okay, auch elektrische Teile. Was sind das für Einkaufswagen? Fahren die von selber? Immer noch Zeit. Ey, ey, ey. Leute, was machen wir jetzt? Postal Office. Also, das haben wir jetzt alles hier zusammengeramscht. Auch das können wir auch gut verkaufen. Ist relativ teuer. Aha, das ist wieder so ein Teil. Haben wir, ach ja, Stahl haben wir jetzt als viel, ne? Vielleicht gab es einen Händler-Reset. Muss man nachgucken, wann der immer ist. Boah, das ist gut. Die ist auch noch gut. Aber die ist sehr gut. Wie die für Blei eingeschmolzen in einer geladenen Batterie können wieder aufgeladen. Ja, stimmt. Aber zu was bräuchte ich denn noch Batterien? Bei Antreiben. Angetrieben werden sie ja durch Generator, die fallen. Ja, mal gucken. Auf jeden Fall halt dann für Fahrzeuge. Das ist ja klar. So viel Rehe? Ah, und dann machen wir halt den jetzt noch. Hilft ja nichts. Ah, der ist trotzdem unberührt, sehr gut. Wenn man so draufhaut, geht's schneller. Das ist auch sau laut. Ja, da bräuchte man halt jetzt die Knarre, das wäre gut. Haben gegessen, das ist auch schon lange nicht mehr. Haben wir auf jeden Fall jetzt hat gut was gemacht. Teile müssen wir jetzt genug haben. Ist eben auf dem Barren. Mal die nächsten zwei Fallen vielleicht schon abgehakt. Brauche ich nur noch eine. Wie viel ist es noch? Oh. Leute, Leute. Dann ist er mal weg vom Parkplatz. Der parkt da schon viel zu lang. Ich dachte, die hatten immer Unterschied hier Stufen. Also vorher war das so. Du hast ein Auto abgeschraubt, dann ist ab 0 Health Points ist es auseinandergefallen, die Türen sind abgefallen. Dann stand halt ein neues Modell da, ohne Türen, bla bla. Und dann hat es wieder bei, was weiß ich, jetzt in dem Fall vielleicht bei 1000 angefangen. Jetzt ist er kaputt. Brauchst du dazu? Aha. Also er muss ja gut, dann müssen wir halt, das ist auch teuer, das zu reparieren. Jetzt haben wir es aber gleich. Und der Händler ist auch bald auf. So viele Autos in einer Nacht zusammen auseinandergeschraubt, so. Autoschieberbande. Noch nie mal Motor, schade. Okay. Noch Motoren? Das ist der andere Fahrer. Ja. So mal her. Haben wir noch irgendeinen Mod, den wir verbasteln können? Du kommst jetzt wieder raus. Passt soweit? Ja. Nö, ne? Ach doch, Mods haben wir doch bekommen. Irgendwas hat man denn? Was hat man denn da?
Das sind die Teile, das sind die Wickerer. Warum jetzt eigentlich hier? Ja, habe ich die. Wollte ich habe mich verschaut. So, 11 Liter hier ist auch gut. Kann noch was auf was hin drin? Nein. Den Stein darf ich nicht aufheben. Irgendwas muss man ja machen. Oh, kein Glas. Kein Kuh. Okay. Und zwei Tannenzapfen. Die können wir wieder einpflanzen. Können wir vielleicht bei uns da schöne Bäume. Hier, wir haben ja gar keine Bäume, ne? Da vorne. Bei unserer Putze. Dann pflanzen wir da einen Baum. Dann haben wir da auch ein bisschen was Grünes zum Angucken, außer auf dem Dach. Gut. Ja, Kollege, jetzt wird es aber Zeit, ne? Ich warte hier schon lang. Uff. Uff. Wenn das da, welcher Riese hat denn da oben? So, Trailer Show. Ich habe hier was für dich. Hätte ich einen Quest. Gib mir dafür Zeitschriften, geschmiedeter Stahl. Magnum. Nehmen wir die ausnahmsweise, weil wir haben jetzt die eine Fähigkeit die auch letztens bekommen, dass wenn man die in die Hand nimmt, dass man dann bessere Preise bekommt. Vergleichen wir erst einmal. Also erstmal Aufgabe. Das ist nicht weit weg. Ist aber eigentlich auch egal. Was ist das für ein Haus? Johnny Town. Keine Ahnung. So, also. Inventar. Du hast hier, das kostet 33, ne? Genau. Was auch immer. Das kostet 33. Und jetzt? 31. Naja, immerhin. Also auf die kleine Summe gerechnet nicht viel. Ne? Aber ist okay. Keine 10%. So, mein guter Eisen. Unbedingt Eisen. Du Sack, hast es nicht. Schmelz, geschmiedeter Stahl, Igel. Ist immer noch das alte Angebot. Ich fasse es nicht. Messbecher natürlich dann auch nicht. Nagelpistole auch nicht. Dann kriegst du das. Das natürlich nicht. Gehen wir mal von oben entlang hier so. Nö. Willst du das haben? Nee. Hier doch die einen Teil hier. Das war doch der Stahl. Ja, den kannst du haben. Waffen, um die zu einfällen, sie um neue Geschehen zu haben. Ich könnte mir auch mal so ein Mod oder sowas zählen. Aber jetzt hat Eisen oder Dings. Das können wir vielleicht. Kann man das an der Werkbank nachvollziehen? Was rauskommt, wenn man das zerlegt? Vielleicht, ne? Können wir mal gucken. Oh, komm, Level 1 habe ich so viele. Willst du das auch noch haben? Nee. Also selber sammeln, ne? Du sollst auch mal Falle gucken. Du hast wirklich echt Mist. Muss ich mal so sagen, du hast nur Mist. Are we done here? Ja. Trotzdem hast du Mist. Geht man bei dir nicht? Das ist nichts Scheiß. Hey Leute, so. Wir haben die Aufgabe, wir haben das. Ich muss jetzt eigentlich vor und das Zeugs vorbereiten. Das machen wir jetzt auch. Weil wir haben keine Zeit mehr. Wir haben keine Zeit mehr, wie geht's jetzt vor? Wir haben jetzt bloß eine Klingenfalle. Ist eigentlich zu wenig für mein Konstrukt. Wir machen das jetzt trotzdem mal. Ich kann das jetzt wenigstens ausmessen. Dann kommt die zweite irgendwann. Vielleicht kriegen wir es ja noch hin. Irgendwie dazu. Nächste Folge. Hier, Krabbe, komm, den überfahren wir noch. Auch wenn er uns eine mitgibt, ist mir jetzt wurscht. Hallo. Bis zum nächsten Mal, Servus.